Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Ja, und damit hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu Dark Souls 2. Oh Mann, wieso tue ich das?
werden sich jetzt vielleicht einige fragen. Dark Souls 2 ist ja doch schon ein altes Spiel und es gibt tausende Let's Plays auf YouTube. Ja klar, gibt's das. Wieso spiele ich jetzt nochmal Dark Souls 2? Folgendes, ich kann euch nicht versprechen, dass ich tatsächlich ein richtiges Let's Play daraus mache. Ich habe jetzt nur einfach mal nebenbei die Aufnahme gestartet, weil ich liebe die Souls-Reihe. Ich habe sämtliche Souls-Games angefangen von Demon's Souls bis hin zu Dark Souls 1 und 2 inklusive der DLCs auf der PlayStation 3 gespielt. Ich liebe diese Games einfach und der Grund, wieso ich jetzt kurz vorm Erscheinen von Dark Souls 3 tatsächlich hier jetzt in Dark Souls 2 rumspiele, ist relativ schnell erklärt. Ich wollte immer von Anfang an, ich habe immer gesagt, okay, sobald spätestens, wenn Dark Souls rauskommt, kaufe ich mir eine PlayStation 4. Jetzt war das Problem, Bloodborne kam ja davor, schon längere Zeit davor heraus und ich habe es übersprungen. Ich wollte mir eine PlayStation 4 kaufen, habe es aber dann doch nicht getan, weil, ich sag's ganz ehrlich, dieses actionlastige Kampfsystem, nämlich ein Kampfsystem, das primär darauf abzielt, auf Angriff in vorderster Linie, kein Schild haben, nicht blocken, nicht in Deckung zu gehen und so weiter. Das hat mich etwas nicht wirklich abgeschreckt, aber ich bin halt doch, ich mag dieses Souls-Kampfsystem, das Original, das ursprüngliche, und ich dachte, okay, das reizt mich jetzt nicht so, ich spare mir das Geld. Gut, dann kam der Termin mit Dark Souls 3 immer näher und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist es soweit, PlayStation 4 wird gekauft. So, und dann ging's los. Sony, Pressemitteilung, oder ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine offizielle Pressemitteilung ist, bastelt aufgrund der Morpheus, ihrem eigenen, hauseigenen VR-System, tatsächlich an einer PlayStation 4.5. Naja gut, damit brauche ich ehrlich gesagt nicht lange überlegen. Ich werde mir nicht für Dark Souls 3 jetzt eine PlayStation 4 kaufen, wenn dann tatsächlich vielleicht 2-3 Monate später eine stärkere 4.5 rauskommt. Also das ist, tut mir leid, Sony, das war ein Griff ins Klo. Gut, aber ich habe ja einen Gaming-PC. Und der Grund, to make a long story short, wobei das ja nicht mehr möglich ist, weil die Geschichte jetzt ja wirklich schon sehr lange geht. Ich habe auf dem PC nur einen Xbox-Controller, bin aber das Handling und die einfach von der Haltung her den PlayStation-Controller gewohnt. Brachte den nicht wirklich zum Laufen und habe mir gedacht, okay, bevor Dark Souls 3 rauskommt, werde ich ein bisschen mich an den neuen Controller gewöhnen und zock halt einfach mal Dark Souls 2. Also, willkommen zu Dark Souls 2. Ich weiß es nicht, ob es ein Let's Play wird. Ich spiele es nicht blind. Ich habe es ja, wie gesagt, auf der PlayStation schon zweimal durchgespielt. Aber trotzdem, ich freue mich darauf. Auch auf alte Bekannte. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? So, na dann, ich hoffe, die Tastatur geht inklusive Controller, ja.
Funktioniert, finde ich fein. Ist auf der PlayStation dann doch etwas mühsamer als am PC, muss man zugeben. Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja, klar bin ich das. Gut, ja, sollte ich mich verklickern, wie gesagt, ich muss mich an den Xbox-Controller gewöhnen. Welche Klasse nehmen wir denn? Ritter, Krieger oder Krieger, Ritter, Schwertkämpfer, Bandit. Ich habe eigentlich bevorzugt den Ritter gespielt. Wir könnten aber, ich fange als Bettler an. Wie gesagt, also ich möchte jetzt nicht wirklich irgendetwas beweisen. Ich mache das jetzt primär eigentlich nur für mich. Wenn es euch gefällt, freut mich das natürlich umso mehr. Ich mache es einfach tatsächlich nur für mich, um mich an diesen Controller zu gewöhnen, weil ich überlege, ob ich tatsächlich, die Souls-Reihe habe ich ja bisher privat für mich gespielt, ob ich nicht Dark Souls 3 als Let's Play auf meinem Kanal bringen möchte. Ich nehme mal das versteinerte etwas. Wobei, Moment. Kurz überlegen. Ich war schon sehr lange nicht mehr im Early Game. Gelegentlich starte ich es ja doch hier und da wieder auf der PlayStation. Aber da bin ich ja, wie gesagt, komplett durch mit dem Game. Körper. So, da geht es jetzt schon los. Wie komme ich darauf? Habe ich jetzt alles zurückgesetzt? Nein, habe ich nicht. Körper, Geschlecht. Wollen wir weiblich spielen? Wobei die doch sehr männlich aussieht, vor allem mit den kurzen Haaren. Körperbau. Naja, wirkt fast am normalsten von allen. Aussehen, Herkunft. Ah, zu bleich. Wobei, dann sieht man uns im Dunkeln besser. Nehmen wir das. Frisur, also die geht gar nicht, die kurze Frisur. Ah. Nope. Ja, vielleicht. Das schon eher. Oder das. I don't know. Ich bleibe jetzt mal bei der Frisur. Haarfarbe. Augenbrauen. Ja, lass mal so. Augenbrauenfarbe. Machen wir gleich. Tätowierungen? Wollen wir eine Tätowierung haben? Naja, das ist jetzt nicht so toll, aber das ist ganz okay. Okay. Ja, kann ich damit leben. Erweiterte Einstellungen, Gesamterschein, Augenbrauen. Okay, lassen wir das jetzt mal so. Wie gesagt, ich weiß ja nicht einmal genau, ob es ein Erstellung beenden. Ist das euer wahres Ich? Ja, definitiv. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom.
But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. So, da sind wir nun in menschlicher Form. Soweit ich mich erinnern kann, können wir unsere erste Waffe bekommen, nämlich schon in dem Raum. Quatschen wir nochmal mit den sympathischen Ladies da am Tisch. Gut, die ist ganz glücklich. You must go on a journey without rest. But if your will is yet unbroken, then you may return here to start again with a clean slate. So, hallo du. This is a limbo, a link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did. And her mother before her, and so on. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. The old women are sisters. Okay, die wiederholt sich jetzt gerade wieder. Irgendetwas, Moment. Now go along. Irgendwas vergesse ich. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass uns Millibeth, ja, etwas schenkt. Dass man tatsächlich als Waffe verwenden kann. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie man das triggern kann, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich weiß es noch. So, Menschenbild. Für diejenigen, die die Souls-Reihe nicht kennen, wir sind aufgrund eines Fluchs hier in Drangleic. Das rote oben links ist der Energie, also der Lebensbalken, und das unten, das grüne, ist die Ausdauer. Ihr seht das, jeder Sprung, jeder Schlag zieht uns Ausdauer ab. Es ist wichtig, die Ausdauer im Auge zu behalten, denn wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, könnt ihr zum Teil auch nicht mehr blocken, und das ist dann fürchterlich. So, schade. Das war leider nicht das, was ich dachte. Na gut. Keine Ahnung, schon so lange her, ich weiß nicht, was man tun muss. Man bekommt eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, von Millibeth einen Kochlöffel oder so einen Schöpfer. Unser erstes Bonfire. Yippie. Gut. Ich hätte jetzt nur gern eine Waffe. Keine Ahnung, ob ich das mit der Faust down bekomme. Oh doch, ja, man muss nur Ausdauer zeigen. Und eine Fackel. So, mal schauen, wie man ausrüsten kann. Okay, das geht so. Ähm.
Vorübergehend Glücksee, das werden wir uns noch aufheben. Schwarzer Tränkereskrystall, den brauchen wir jetzt noch nicht. Okay, wir sind tatsächlich Bettler. Wir haben gar nichts, nicht mal irgendwas. Unsere Taschen sind leer. Na gut. Wenn es euch interessiert, wie ich Dark Souls spiele, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich werde sicher ein paar Folgen aufnehmen, einfach nur schon zwecks Nostalgie. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gespannt, wie die PC-Grafik ist. Ich kenne sie, wie gesagt, nur auf der PlayStation und ja, würde schon gern ein paar Folgen lang spielen. Ich bin draußen für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.